wenn man in Guinea den Asphalt verlässt, dann fährt man auf so scharfkantigem Vulkangestein und das zerknappert einem die Reifen. Die sind erst 1000 Kilometer alt. Das tut uns ganz schön weh. Kann man sich auch ums Leben bringen. Nach rund 700 dreckigen, staubigen Kilometern haben wir die nächsten Kilometer auf Asphalt vor uns und lassen die Mopeds dafür waschen, weil alles, was wir anfassen, ist dreckig. Unser ganzes Gepäck, unsere Klamotten, das wird sich jetzt ändern. Wir sind im Haus von Miriam Makeba, der Sängerin Mama Afrika, die hier in Dalaba gelebt hat. Caste Palabra ist ein Versammlungsort für politische Entscheidung in Guinea, bei denen die Dorfchefs, Vertreter von Regierungsbezirken, Adel und Geistliche sich getroffen haben, gebaut in der französischen Kolonialzeit. Ja, 80, 90 Sachen und dann auf der Stoßstange stehen. Und noch winken. So muss das sein. Das ist Public Transport in Afrika. TIA, ne? So, das. Checkpoint. Okay. Ach, guck mal, da ist der Franzose. Dem winke ich jetzt. Ja. Merci. Merci. Passport, ne? Wollen wir weiterfahren? Weiß nicht, können wir weiterfahren? Ich habe keine Lust, dir den Passport zu geben. Nee. Wer ist er überhaupt? Er ist Zoll. Er ist voll was? Zoll. Zoll, ach so. Ja, sein. Oder nee, so, auf what der steht Gendarmerie. Und? Pardon? Nee, nee. Passport, oui. Okay.
What's your name? Your name? Yes. No. Yes. C'est un militaire. Hey, but your name? No, he's a militaire. C'est ça. I don't see your face. Yeah. I don't see your face. I don't see a name. And you won't have a passport. Huh? Okay? Perfekt. Hinhalten, nicht geben. Oui? Vous voulez voir le passeport? Oui. J'ai un passeport, oui. Voilà. Okay. Okay. Merci, sir. Oui. Ciao. Au okay. Revoir. Das war albern. Musstest du den Arm neben dein Gesicht halten? Nein, er hat so geguckt. Einkaufszentrum, zweite Ausfahrt geradeaus. Einkaufszentrum ist halt nicht so viel Verkehr. Nee, aber hier hast du mehr Auswahl. Das stimmt. Bist du durch? Ja. Gut. Wir haben uns hier in Conakry ein Airbnb gemietet, wegen diesem technischen Teil. Die Waschmaschine. Unsere Sachen sind so dreckig. Der Rest hier ist auch super. Vor allem gibt es richtig schnelles Internet. Wi-Fi, das brauchen wir auch dringend. Haben wir seit bisher nicht gehabt. Und wir haben zwei Schlafzimmer und zwei Bäder und vier Balkone. Wir können uns noch nicht entscheiden, in welchem Zimmer wir schlafen. Wir sind auf dem Weg mit dem Taxi zur Elfenbeinküstenbotschaft. Und was passiert? Sprit alle! Da hat er Flasche Sprit gekauft, 3 Liter. Damit kommt er natürlich auch nicht so viel weiter. Aber mal sehen, wann wir ankommen. Unser Fahrer muss jetzt pipi. Wir sind auf einer Umleitung quer durch die Pampa. Da kann man geflaggt dann auch mal ein bisschen Wasser lassen. Uns gehen langsam die Passbilder aus und wir lassen jetzt neue machen. 8 Stück für 2 Euro. Connected.